due metri al secondo, la nostra vecchia strada, difficile distinguere i numeri nel buio, sembriamo dei turisti davanti alle rovine. Cerco di baciarti. Ja, achso, ja, es ist meine Schule. Ich kann nicht. Nee, ich hab einen Gürtel in meinem Zimmer. Nee, hab ich da. Leute, ich hatte ein richtig schönes Wochenende. Es war richtig, richtig schön da. Oh, ich liebe ja auch Weimar so dolle. Und es war einfach so, es ist jedes Mal so richtig hübsch da. Und ich bin so voll froh. Und es hat auch voll viel geregnet. Und es war ganz kalt, was nicht so schön war. Aber es war trotzdem irgendwie einfach toll. Und es war voll cool, so viele Leute kennenzulernen. Und irgendwie in so Austausch zu kommen und so. Und es hat mir voll gut gefallen. Ich bin voll froh, weil ich ja so ein bisschen auch so Bedenken hatte oder so dachte, oh nein, das sind so viele Leute, die ich gar nicht kenne. Also ich kenne niemanden und so. Und habe aber trotzdem, also ich habe so total Leute kennengelernt, mit denen ich mich voll gut verstanden habe und mit denen es voll angenehm war. Und auch so generell, das Klima war so voll chillig und irgendwie nett. Einfach. Und auch gestern, wir haben so eine Theaterführung bekommen. Also wir konnten uns aussuchen, was wir so machen wollen an kulturellem Programm. Und ich habe mich bei einer Theaterführung eingetragen. Und das war so interessant, das war so spannend. Wir waren einfach im Deutschen Nationaltheater in Weimar und haben da so hinter die Bühnen geschaut und waren so in der Werkstatt und in der Schneiderei. Und die machen da so alles selber und waren so kurz in der Maske und in allen so Bereichen hinter der Bühne, und das war richtig, richtig aufregend irgendwie. Ich gehe einfach gerne ins Theater so, aber war noch nie hinter der Bühne oder auf der Bühne auch oder so, und das war richtig wertvoll, das war voll schön. Ja, und ich freue mich einfach, das war einfach ganz lieb und es hat sehr viel Spaß gemacht, und ich denke immer vorher, oh, das ist voll anstrengend, ich habe so keine Zeit, um irgendwie jetzt so 2 Tage wegzufahren oder so, aber wenn ich wegfahre, komme ich so wieder und habe eigentlich, bin dann so dort auch so voll inspiriert und habe dann so viel mehr Lust und Energie, so neue Sachen zu machen oder irgendwie meine Hobbys mal wieder zu dingsen. Ich bin so gespannt, was alles auf mich zukommt mit dieser Stiftung. Mega geil. Ich hätte gerne Pizza zum Mitnehmen. Was für eine Sorte denn? Hm? 7 Käse. Porque es la base del conocimiento de la humanidad, porque es lo que va a rescatar a la humanidad. Ich war es auch nicht so schlimm. Aber ich war dann schon so. Alter, weil es ging. So ein Kumpel, also Pia und so ein Kumpel von ihr irgendwie. Ja, okay. Da dachte ich mir so, Alter.
Es ging was halt. Haben die dir denn gespoilert? Naja, das erzähle ich dir jetzt nicht, weil es passiert halt am Ende. Ach so, nee, danke. Es ging natürlich um Titus und Lia. Also es gibt so viele Sachen, wo ich mir denke, okay, man kommt ja auch über andere Sachen rein. Zum Beispiel. Oh. Ups. Meinst du, wenn ich einen Kaffee trinke? Nee, wenn. Oh, jetzt eine laue Stange, das wär's. Ja. Da? Hab den einzigen Schattenplatz gefunden. Also, oder beziehungsweise, wenn ich mal einen Monat Geld übrig habe, dann kann ich auch überlegen, was davon hat man hier gerade. Ihr glaubt nicht, wo ich endlich war. Nach 2,5 Monaten. Ich gebe euch einen Tipp. Mein Haar ist nass. Ich war nicht beim Friseur. Ich war in der Schwimmhalle. Ich habe jetzt überall Schmerzen im Rücken, weil ich glaube, ich ganz viele Muskeln einfach ganz lange nicht benutzt habe. Oder immer nur so saß. Ich bin so froh. Ich bin ganz doll erschöpft. Ich sage jedes Mal das Gleiche, wenn ich nach dem Schwimmen wieder komme. Aber es ist diesmal wirklich nochmal irgendwie doller, so weil ich so lange nicht war und weil ich mich heute wirklich auch sehr doll verausgabt habe. Und ich wollte irgendwie kurz so was festhalten, was so Daten sind, woran ich mich jetzt nicht so mega irgendwie definiere. Meistens. Also ich habe jetzt nicht vorher immer so einen Plan, was ich so schwimmen will oder so. Gar nicht. Aber ich habe einfach heute angefangen und wie gesagt, ich war auch so ewig lang nicht schwimmen. Also so fast 3 Monate eigentlich. Und davor auch so einen Monat nicht und dann so halt im Januar viel, aber davor auch so ein halbes Jahr irgendwie kaum und so. Also es ist so, am letzten Dreivierteljahr war ich nicht so mega viel schwimmen. Nicht so viel wie so letztes Jahr. Hab einfach heute angefangen und bin so direkt irgendwie 50 Meter gekrault und war so, oh mein Gott, weil, naja, das letzte Dreivierteljahr, wenn ich in der Schwimmhalle war, war ich auch immer nur in der Schwimmhalle mit 25 Meter Bahn und heute wieder auf die 50er und es war so geil. Es hat so viel Spaß gemacht, so richtig lang einfach irgendwie durchschwimmen zu können und so zu warten. Also nicht so irgendwie direkt schon wieder am Ende zu sein, dann jedes Mal zu überlegen, mache ich jetzt schon wieder, also mache ich jetzt eine Pause oder nicht. Es war irgendwie geil, so ein bisschen so gezwungen zu sein, halt so ein Stück auch so zu schwimmen. Ich finde 50 Meter schon so eine gute Distanz irgendwie. Und dann bin ich einfach 50 Meter durchgeschwommen, war so geil, lag das jetzt daran, dass ich so reingesprungen bin. Und dann bin ich aber auf dem Rückweg nochmal 50 Meter geschwommen, war so gekrault, meine ich. Sorry, ich hab's nicht gesagt, gekrault. Einfach durchgekrault und ich war so lol. Also als ich letztes Jahr aufgehört habe quasi beim Unisport zu schwimmen, letzten Sommer und so, da quasi 2 Semester lang Kraul-Anfängerkurse gemacht habe, konnte ich das halt noch nicht. Und da war das noch nicht so chillig. Und ich frage mich so, wie das jetzt ging, aber das hat mir total gut gefallen und dann bin ich heute halt richtig oft die ganze Bahn durchgekrault und habe dann schon so am Ende kurze Pause gemacht und so, aber früher, also so, ich konnte das einfach gar nicht, also wenn ich so eine Bahn durchgekrault bin, dann war das so ein riesen Accomplishment und dann war das so richtig, richtig anstrengend, dann musste ich danach erstmal so 2 Minuten irgendwie durchatmen und so und bin meistens immer nur 25 Meter gekrault.
Und das hat mir total gut gefallen. Das war total gut. Ich war total froh irgendwie darüber. Jetzt werde ich ganz viel trinken und ganz viel essen. Und dann schlafen gehen. Und ich liebe es auch. Es ist jetzt einfach so 22 Uhr. Ich bin jetzt zu Hause. Ich bin mega erschöpft. Ich bin total müde. Ich esse jetzt einfach was. Und gehe dann so ins Bett. Also in einer Stunde werde ich so im Bett liegen. Ciao, so endet dieser Geburtstag. Und ich bin voll froh. Das war schön. Mir gerade zum ersten Mal in der Geschichte meines Lebens passiert, dass ich dermaßen zu früh bin. Ich bin einfach eine Stunde zu früh. Beim FSR, ich dachte, ich wäre 5 Minuten zu spät, aber ich bin eine Stunde zu früh. Cool, oder? Oh, gente. Gente. Tô a ler Boca do Inferno, da Ana Miranda. E é muito engraçado, então eu vou citar. Uma frase, ou duas. Pensava Gregório de Matos. Este não era um rapaz corrompido pela hipocrisia inaciana. Gregório começou então. Falou mal de António Vieira. Dissertou sobre os perigos da sífilis, que ele mesmo corria. Falou da maravilha de Gomorra. Da impertinência da menstruação. Contou que havia épocas em que não podia fornicar, pois todas as mulheres se encontravam menstruadas ao mesmo tempo numa conspiração universal contra os homens. Da devassidão dos padres. Falou de um frei que apelidara de fuderibus mulheribus. Dos meirinhos mesquinhos e um capitão tolerão. Nada escapou, como sempre, a sua arguta crítica. Pronto, sem palavras, estou. Ich komme gerade vom Einkaufen und ich habe nur ganz wenig gekauft. Ich habe nur für 6 Euro noch was, 3 Sachen eingekauft. Und habe einfach so viele 3 Punkte bekommen, obwohl ich nur einen bekommen hätte. Weil ich den Typ vor mir an der Kasse, also in der Schlange, angesprochen habe und gefragt habe, ob er 3 Punkte sammelt, ob ich seine haben kann. Meinte er ja. Und dann habe ich halt seine bekommen von ihm. Und einfach der Typ noch davor hat beim Bezahlen gesagt, ja, meine Treuepunkte gehen bitte an die junge Frau da hinten. Und deswegen habe ich so viele bekommen, als ich dann bezahlte. Ich war so, oh mein Gott, das war so nett. Und ich habe so das gar nicht richtig geschnallt, weil der war so weit hinten, also so weit vorne, ich war so weit weg. Hab nur so halb mitbekommen, was er gesagt hat und war so, ah! Und hab gar nicht mich bedankt, weil ich so überrascht war und ich überhaupt nicht wusste, dass ich mich verleidet habe, voll schlecht gewissen. Dass er jetzt auch so die Hoffnung in meine Generation verliert. Also ist, oh, die bedanken sich nicht mal, weil ich ihnen hier 1000 Treuepunkte schenke. Mann. Ich schlafe ganz lieb. SOS, ich wurde gerade eingeschlossen im Botanischen Garten. Jetzt muss ich hier richtig ehrenlos warten vor dem Tor, dass ich rausgelassen werde. Das Buch, das ich heute zu Ende gelesen habe. Das Buch, das ich jetzt anfange. Seite 15. Zufall? I doubt it. Ja.
Ahnung. Aber ich bin bei Ihnen. Sehr lecker. Sehr gut. Wer hätte gedacht, dass das so spannend wird? Ja, es reicht. Ich habe gerade so Markierungen in einem Roman digitalisieren müssen und ich hatte nicht so Lust auf diese Aufgabe, weil ich so dachte, Digga, gar keinen Bock, das wird richtig anstrengend, muss ich jetzt alles suchen. Aber ich liebe so neue Technologien dafür einfach, weil ich hatte dieses Buch, ich habe das in physisch gelesen, ich hatte schon auch schon berichtet und hatte das aus der Bibliothek ausgeliehen und habe halt so viele Markierungen gemacht und konnte ja aber auch nichts unterstreichen oder so. Und ich unterstreiche schon viel, wenn ich irgendwas jetzt für die Uni lese. Und auch so manchmal. Ich musste das jetzt digitalisieren, weil ich auch dieses Buch übermorgen abgeben muss wieder bei der Bibliothek, weil es jemand anderes bestellt hat. Und übermorgen fangen wir aber erst an, das zu besprechen in den Seminaren. Und wenn ich ja meine Markierung nicht mehr habe, dann ist es halt lost. Und deswegen dachte ich, okay, dann digitalisiere ich es einfach. Und ich habe es einfach zum Glück gefunden auf NS Archive als E-Book und konnte es einfach downloaden auf mein iPad und dann Steuerung F benutzen, was ich ja vor ungefähr ein bisschen mehr als einem Jahr entdeckt habe. Und ja, konnte dadurch einfach jetzt mega schnell alle diese Zitate hier finden und habe es auch immer, die Klebs ist immer genau dahin gemacht, was ich es unterstrichen hätte, was auch logisch ist, aber ja, das hat auf jeden Fall das gerade richtig beschleunigt und das hat es richtig schnell gemacht und zum Glück war es auch noch nicht so lange her, dass ich es gelesen habe. Es war so, letzte Woche habe ich es sehr intensiv gelesen, weil ich da krank war und dann habe ich halt diese 300 Seiten weggelesen und ja, das ging jetzt mega schnell, das hat jetzt literally gerade so 20 Minuten gedauert oder so, das alles auf mein iPad zu übertragen und noch Notizen daran zu schreiben, die ich ja hier noch gar nicht hatte und zum Glück hatte ich die noch halbwegs im Kopf. Ja, es war gerade voll angenehm und ich habe das Gefühl, ich habe diese Woche irgendwie öfters, also diese Woche ist noch nicht so lange, heute ist Dienstag, aber gestern hatte ich schon mal so ein Erlebnis, dass ich irgendwie dachte, oh nein, ich habe diese ultra große Aufgabe, die ich machen muss. Ich musste mein ganzes Spanisch-Sprachpraxis-Seminar vorbereiten, das sind immer so ultra viele Aufgaben. Und dann habe ich aber gesehen, dass sie letzte Woche, als ich, wie gesagt, nicht da war, noch gar nicht so weit gekommen sind in dem Thema, was ich schon vor 2 Wochen, quasi ich habe schon vor 2 Wochen fast alles vorbereitet für dieses Thema und sind da gar nicht so weit gekommen. Und deswegen musste ich einfach nur noch dann so einen Text lesen und das hat irgendwie dann so, keine Ahnung, eine halbe Stunde gedauert oder so. Und ich dachte, das dauert jetzt hier so 2 Stunden. Ja, das war jetzt irgendwie voll angenehm. Ich habe das Gefühl, ich werde sehr belohnt.
dafür, dass ich mich dann doch noch so abends noch mal hinsetze und mich überwinde, an meinen Schreibtisch zu setzen nach 8 Uhr und noch irgendwas zu machen und dann sehe, ah, okay, ist doch gar nicht so schlimm, was ich hier machen muss, John. Das ist nicht alles, was ich machen muss halt, John. Ich werde jetzt noch ein bisschen lesen und ich war heute schon von 8 bis 18 Uhr in der Uni, von 9 bis 18 Uhr und hatte dazwischen so 2 Stunden Mittagspause, den ich aber auch so einen Roman für die Uni gelesen habe, aber es war irgendwie cool und ich bin so ein bisschen im Zwiespalt zwischen das ist Arbeit oder das ist irgendwie Fun, weil natürlich ist es Work und es ist irgendwie anders, als wenn ich es nur in meiner Freizeit lesen würde, aber trotzdem würde ich in meiner Freizeit vielleicht auch Sachen lesen, also auch Romane lesen. Und es ist schon was anderes, jetzt einen Roman zu lesen, als so Fachliteratur, also Theorietext lesen zu müssen. Ja, die sind immer dort in diesem... Cheers to... I'm feeling 22.